So. Was ist das? Hört auf, mir euer Gold anzudrehen. Nein. Ich möchte dieses Gold nicht. So. Schnell zwei Türme bauen, das ist furchtbar, um das ganze Gold loszuwerden, was die mir hier geben. Und dann frisst der Gaul auch noch die ganze Zeit und kackt noch mehr Gold. Ich habe zu viel Gold. Es ist, wie es ist. Ja, eigentlich dürfte nichts kommen. Wir lassen das jetzt erstmal so. So, tam, 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 tam. Verteidigungslinie. Hier. Nein. Hier. Aber es dürfte nichts kommen. Zack, 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 zack. Ach, sind die furchtbar. Hört auf, mit dem Gold um euch zu werfen. Verdammt, ich noch eins. Kann ich auch noch die Mauer verbessern, weil es kommt kein Gegner. So, schnell an denen vorbei, die mir auch noch Gold zuwerfen. Ist furchtbar. Furchtbar mit denen. Viel zu viel Gold. Obwohl, wisst ihr, was ihr machen werdet? Wisst ihr, was ihr machen werdet? Ihr werdet jetzt dieses andere Portal noch zerstören. Ihr zerstört jetzt noch das andere Portal. Ich schicke alle drei Ritter wieder los. Macht die fertig. Viel Spaß. Macht sie alle. Ich meine, ich habe hier so eine Verteidigungslinie. Die kann ich zerbrechen. Das ist nicht möglich. Doch, ist schon, aber... sollte nicht passieren. So. Hier ist schon wieder kein Brot. So. Haben wir ein paar Obdachlose für ein bisschen Brot. Wir schauen mal. Müssen noch welche hocken. Ja, super. Ein paar Bürger mehr. Ich brauche jetzt wieder ein paar Bogenschützen. Ich habe wieder zwei Türme, jeweils drei besetzt. Sprich, sechs Bogenschützen fehlen mir wieder. Also mobile Bogenschützen. Die sind ja nicht tot oder so, aber sechs mobile Bogenschützen fehlen mir. So, hier ist alles schicki. Wunderfein. Ich würde es mal so machen, dass ich hier auch meinen Turm hinbaue und da welche draufsetze. So, sie haben es zerstört. Handwerker könnten mal kommen und sich um die Sache kümmern hier mit dem Turm. Das war kein Spaß. Hm. Also rechtzeitig weiß ich nicht, ob da wirklich noch was kommt. Ich zweifle, dass da noch viele Gegner kommen werden, weil zwei Portale auf der Insel, ich glaube, das ist erstmal das Maximum. Vor allem, da müsste ja der Steg sein. Und hier links müssten sie jetzt alle kommen. Und kein Handwerker kümmert sich um die Sache mit dem Turm. Sehr schön, wirklich sehr schön. Habe ich großes Vertrauen in die Handwerker. Gut, ihr verteidigt hier. Und dann gucken wir mal als nächstes, wie das hier aussieht mit Frontkampf. Sprich, Ritter müssen her.
Nein, das war unschlau. Oh, hier mal was fressen. Aber irgendwie hat bisher nichts angegriffen, oder? Doch, jetzt. Ja, es ist ein Breeder. Und er ist ziemlich stark. So, er ist kaputt. Aber man merkt einfach den Unterschied, wenn man gute Bogenschützen hat und nicht so gute Bogenschützen, die nicht so guten. Der hat die Mauer gut beschädigt. Ja, gut, ja, ja, macht sie platt. Die Ritter haben sich schon zurückgezogen, die haben schon einen Schiss, weil die halbe Mauer fehlt. Aber die Bogenschützen machen das eigentlich ganz gut. So. Komm, da ist noch einer mit einer Holz. Einer mit einer Holz und der haut ab. So. Zack. Sehr schön. Ach, jetzt ist schon wieder die Masse der Obdachlosen bedient. Aber wie gesagt, das ist vorteilhaft. Im Gegensatz zu dieser ganzen Sache mit den... Ich muss immer zu ihren Dörfern hin. Ja, ist ja gut. Hört mal auf mit eurem ganzen Gold, um euch zu werfen. Es wirkt ja fast so, als wärt ihr reich. Ja, ja, ja. Gute Verteidigungslinie. Kann man nicht anders sagen. Bin sehr stolz auf das, was wir hier haben. So, jetzt gucken wir mal, wie weit der Steg noch entfernt ist. Es dürfte eigentlich nicht mehr so weit sein. So. Ich fresse hier mal schnell ein bisschen Gras. So. Kann ich auch schon mal bauen. Ich brauche die Münzen gerade nicht. Und ich denke, der Steg wird gleich kommen. Ja, da ist der Steg. Hier sind wir sicher. Das bedeutet, wir reißen hier alle Bäume ab, die uns im Weg sind. Und breiten uns, soweit es geht, nach hier aus. So viel zu die tolle Verteidigungslinie. Die brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Weil hier ist schon der Steg. So, ist ein Obdachloser? Ja, sehr gut. Ein Bürger mehr. Ja, ja, reiß die alle schön ab. Wir keine Bäume mehr sehen. Nur noch Graslandschaft für mein Pony. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wäre schön, wenn ihr immer mit den äußersten Bäumen beginnen würdet, nicht mit denen, die zentral stehen. Weil sonst kann sich der Wald nicht zurückbilden. So. Wunderfeini. Sehr, sehr gut. Ja, ich könnte jetzt hier noch Wälle bauen und hast du nicht gesehen. Könnte ich alles machen. Werde ich vielleicht sogar machen, weil ich habe sehr viel Gold zurzeit. Aber. Nun ja. Aber, wie es nun mal so ist. Aber, aber. Aber, aber. So, naja, gut. Weißt du was? Ich baue hier wirklich einen Wall. Weil das Gras kann sich von beiden Seiten annähern. Hier drüben gibt es Gras. Und da gibt's Gras. Gucke nur mal. Bis zum Steg ist es auch weit genug, das Gebiet mit dem Gras, dass sich hier Kaninchen ausbreiten können. Kurz gesagt, jo, wir bauen hier einen Wall. Bauen erstmal nur den ein. So, wo ist das Portal? Da ist das Portal. Dann baue ich das andere Portal hier hin. Das
So, ein Obdachloser, sehr schön. Oh, das ganze Brot ist schon wieder weg. Die Obdachlosen waren so gierig. Die waren viel zu gierig. So, zack, 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 zack. Zum Glück habe ich das Pony. Zum Glück habe ich das Pony. Das Pony, ja, Quatsch. Das Einhorn. So, wie sieht das hier aus? Zwei Obdachlose, bitteschön, ihr werdet Ritter. Und dann breiten wir uns nach hier drüben aus. Genau. So, mal schnell ein bisschen was für das Schiff getan, weil die werden jetzt ordentlich Gold dabei haben, denke ich. Ja. So, sehr schön. Ja, wunderfein. Oh, noch mehr. Ah, der Zweierturm lassen wir erstmal so. Das ist ja nur so ein bisschen Verteidigung. Ja, wo wollen wir denn hin? Du bist jetzt Bürger. Sehr schön. Ja, 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 so machen wir das. Zack, zack, zack. Stell schon mal ein bisschen was von dem Schiff fertig. Einfach nur, dass es später nicht mehr so lange dauert. Aber man sieht mal, wie viel Gold ich jetzt schon investiert habe und man sieht eigentlich noch nicht so viel an dem Schiff. Na, so viel ist es jetzt nicht, was da bisher fertiggestellt ist. Gut, die ziehen sich jetzt zurück. Dann kann ich auf der anderen Seite mal sehen. Ja, warte mal. Was? Oh, ich habe auch meine letzte Münze abgegeben. Das war jetzt nicht so schlau. Das war jetzt nicht so schlau. Ich brauche mal eine Münze. Ja. Komm, Hund. Wir müssen mal mit den Portalen zur anderen Seite. In der Hoffnung, dass die dort fleißig ist. Du wirst aufgehalten. Fleißigst Gold gefarmt haben. Ja. Oh, Obdachloser. Bitteschön. Ja, so ist das schicki, so ist das schicki, so gefällt mir das. Wunderfein. Wir machen Stein draus. Es bringt zwar nichts mehr, aber wir machen Stein draus, weil wir es können. Meine Ritter haben ein bisschen was verdient, was so Qualität angeht, und da kommen wir nicht mehr mit Holz. Da vorne gibt es genügend Kaninchen. Da könnte ich schon farmen. Außerdem brauche ich eh ein bisschen Zeit, bis die Portale wieder aktiv sind. Ja. Ja. Und. Zack. Ja, fein. Was mich, wie gesagt, so ein bisschen noch stört, die Sache mit der fehlenden Bogenschießstatue. Weil gar keine bisher zu haben, ist ein bisschen schwach. Auf den späteren Inseln ist die ein bisschen wichtig. Ein bisschen zumindest. Ich meine, ich habe einen Bäcker, das ist schick. Ich habe das Einhorn, das ist noch viel schicker. Aber so ganz ohne gute Bogenschützen ist so eine Sache. Das ist so eine Sache.
Das ist schon wieder ein Obdachloser. Ja. Bitteschön. Und noch einer. Bitteschön. So. Wieder gutes Brot. Du wirst Bürger. Ja, warte mal. Nicht noch ein Handwerker. Zack, 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 zack. Ja, wunderfeini. Ja, auch schick. Dass das Schiff so ein bisschen fertiggestellt wird. So. Weil ich würde es gerne schon zu Wasser lassen. Einfach aus dem kleinen Grund. Das braucht Ewigkeiten, bis das da drüben ist. Und nun ja. Wie soll ich es beschreiben? Ich möchte am Ende nicht Ewigkeiten warten, bis das Schiff da ist, obwohl ich schon alles geschafft habe. Deswegen Schiff fertigstellen. Schiff zu Wasser lassen. Na du? Bitteschön. Ich fülle jetzt mal nicht die Bögen auf, weil ich möchte, dass die Hämmer nehmen. Wie zum Beispiel der hier. Du bist ein Handwerker. Viel Spaß damit. Oder viel Freude bei deinem neuen Berufsfeld. Ja. Ich habe überhaupt nichts eigentlich für Farm gemacht, ne? Aber ich brauche sie bisher nicht. Es gibt Kaninchen. Es gibt Hirsche. Ich brauche zurzeit keine Farm. Vor allem, ich habe ja das Einhorn. Das ist wieder ein Bürger. Sehr schön. Ja, 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 ja. Macht ihr mal. Macht ihr mal die Bösen platt. Jetzt kommen werden, oder? Handwerker hinter die Mauer. Handwerker haben nichts vor der Mauer zu suchen. Genau wie Hunde. Da stehen zwei vor der Mauer. Wenn so ein Vieh dasht, trifft dich das und nimmt deinen Hammer weg. Dann habe ich einen Hammer vergeudet. Oder du hast ihn vergeudet, besser gesagt. So. Ach, brauchen lange. Das Portal müsste weiter weg sein. So lange wie die brauchen. Ja. Ja, dezimiert sie mal. Sehr schön. Zack. Wir gehen rüber. Wir gehen rüber. Bitteschön. Ach, jetzt habe ich den Hund befreit. Das wollte ich gar nicht. Die Münze ist auf dem Ding gelandet. Ich wollte ihn gar nicht befreien. So, jetzt gucken wir mal, wie weit muss ich rein? Oh, ist gar nicht so weit. Wisst ihr was? Tag hat gerade erst begonnen. Wir könnten das tatsächlich schaffen. Schick mal alle drei los. Okay, die haben genügend Münzen dabei, wie es scheint. Okay, okay. Bitte. So, ihr baut mal schön das Boot weiter aus, das Schiff weiter aus. Und ihr haut mir die Viecher platt. So. Macht sie fertig! Ja, wunderfein. Ich möchte hier keine mehr am Leben sehen. Hey! Bitteschön. Immer genügend Goldmünzen dabei haben.
So, das Ding ist gleich platt. So, macht es schön fertig. Na komm. So. Kaputt gemacht. Yeah. Jetzt schnell zurückziehen. Aber ganz schnell.